Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, dieses Video, das wird noch gar nicht das letzte Video des Jahres 2022. Und zwar wollte ich euch nicht vorenthalten, ich war auf einer Veranstaltung und mir hat das so mega gut gefallen. Und zwar war ich mit meiner Mutter bei Sing Mein Song, das Tauschkonzert in der Barclay Card Arena, so hieß sie damals noch. Als wir die Karten gekauft haben, jetzt heißt sie Barclays Arena, glaube ich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, war ich letzte Woche Mittwoch, waren wir da. Und eigentlich sollte diese Veranstaltung im Februar 2021 stattfinden. Das hat sich jetzt verschoben aufgrund der Pandemie. Und wir saßen im Unterrang. Das hat uns sehr gut gefallen, weil wir nämlich in der vorletzten Reihe oben zum Ausgang hin saßen, was ja auch sehr praktisch ist auf jeden Fall. Und wir hatten auf jeden Fall Platz in der Reihe. Und wir konnten alles sehen. Es gab also einmal die Bühne, dann gab es noch jeweils rechts und links zwei Leinwände, wo wir auch sehr gut drauf schauen konnten. Also dieser Platz war wirklich optimal. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich euch noch erzählen kann. Ja, welche Künstler vielleicht dabei waren. Es waren Michael Patrick Kelly, Lea, Motrip, Nico Santos, Max Giesinger und Jan Plefka, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, waren da. Die Show... Also ich dachte, ich gucke hier immer so ein bisschen nebenbei auf die Karte. Ich dachte, dass die Show um 7:30 anfängt, aber ich sehe gerade, die sollte um 20 Uhr anfangen. Also hat pünktlich angefangen. Das ging, lasst mich mal kurz überlegen, ich meine, das ging bis 9:30 oder Viertel vor 10. Es war, man hat sich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen zurückversetzt, gefühlt zu den einzelnen Shows im Fernsehen, dann haben die auch Ausschnitte noch gezeigt, wie sie zusammen gelacht, geweint haben, was für rockigere Lieder es gab. Sie haben Duette gesungen, sie haben einzeln Lieder gesungen. Also das war nochmal ein richtig schöner Abschluss, muss ich sagen, zu dieser Staffel, die ja schon ein bisschen her ist. Und ja, mir hat das mega gut gefallen. Wie gesagt, ich fand das auch nochmal einen richtig schönen Abschluss zu den Sendungen, die im Fernsehen gelaufen waren. Ja, es war rundum ein schöner Abend und es war ein tolles und wirklich sehr, sehr gelungenes Konzert bzw. Live-Show. Also ich habe da wirklich nichts dran auszusetzen. Und das Publikum, was ich noch kurz sagen wollte, das Publikum hat wirklich... richtig gut mitgemacht. Es war nicht ganz ausverkauft, aber es war für einen Mittwochabend war es wirklich sehr, sehr voll, auf jeden Fall. Das kann ich nur dazu noch sagen. Vielleicht wart ihr ja auch in Hamburg letzte Woche Mittwoch dort. Ja, ihr könnt ja einfach mal sagen, in die Kommentare schreiben, wie ihr möchtet, ob ihr auch die Sendung schaut, ob ihr vielleicht auch bei dem Tauschkonzert dabei wart. Und ja, das soll es dann auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und wenn ihr ab jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und bis dann. Tschüss.